und wir zeigen die Lebensgeschichte der Sissi in etwa so, wie sie war. Das heißt, es ist keine Verherrlichung oder keine Verkitschung ihres Lebens, sondern wir versuchen, dieser Frau gerecht zu werden. Sie passt nicht zu ihr. Er passt nicht zu ihr. Ja, ganz oft wird ja gesagt über Sissi, dass es die Sissi-Filme, dass es so romantisiert ist. Also ich glaube schon, dass er am Anfang der Ehe sehr romantisch war. Also in dem Sinne finde ich die Sissi-Filme schon super cool. Also, aber die wahre Geschichte ist natürlich, dass Sissi ganz traurig war und sehr depressiv und sie war nicht immer glücklich. Also die wahre Geschichte ist vielleicht ein bisschen härter, als wir mal gedacht haben. Mein Kind, man schläft hier nicht so lang. Warum? Ich dulde keinen Kiss, ich war so müde. Um 5 Uhr früh beginnt der Tag. Bringt hier ein Glockenschlag jeden Morgen. Aber Franz Josef hat mir gesagt, ich sollte mich heute mal ausruhen. Ich habe nur. Ich stelle die Erzherzogin Sophie dar, das ist die Mutter von Franz Josef. Und diese Frau hatte die Aufgabe, damals am Hofe eigentlich unausgesprochen aus einer Notwendigkeit heraus das Zepter in die Hand zu nehmen und hat ihren Franz Josef, der also intronisiert wurde, hat sie aus dem Hintergrund bestimmend unter einem großen Einfluss gehalten. Sei streng. Sei stark. Ich will nicht bescheiden, beliebt und betrogen sein. Ich bin nicht das Eigentum von dir. Elisabeth ist ja ihr ganzes Leben lang von einer gewissen Todessehnsucht verfolgt worden. Und das kommt ganz stark in unserem Musical zum Ausdruck. Der Tod tritt auf in allen Stationen von Elisabeths Leben. Bezirrt sie, in sein Reich zu kommen, flirtet mit ihr, schmeichelt ihr. Und sie erkennt erst gar nicht die Gefahr, was der Tod mit sich bringen kann. Und es ist eben so, dass nur sie den Tod spürt und sieht und er nicht kommt, wie man sonst den Tod kennt, als irgendwie in jedermann, der mit der kalten Pranke seine Hand auf die Schulter legt und sagt, ich bin der Tod, sondern bei uns ist der Tod ein sehr für sie attraktiver Mann, der für sie eine große Anziehungskraft hat. Und das ist genau das Gefährliche. Der letzte Tanz, der letzte Tanz. Gehört alleine